verhält sich nicht so, wie ich das erwartet hätte. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mein neues Video anschaust. Wie du sehen kannst, bin ich heute rausgefahren, wieder einmal hier an die Küste. Und zwar möchte ich den Jungfernflug mit der neuen Mini 2 machen. Die ist heute bei mir angekommen und ich bin schon sehr darauf gespannt, wie sie sich dann jetzt schlägt. Okay, weiterhin mit am Start habe ich natürlich die Pocket 2, die neue, mit dabei und die Hero 9. Und die Tonaufnahme und als A-Kamera, da dient mir heute die Osmo Action 1. Ich gehe ja davon aus, dass noch eine zweite rauskommen wird. Also die macht dann die Hauptarbeit hier heute. Ja gut, ich werde jetzt gleich mal die kleine Mavic Mini 2 starten. Und dann wollen wir mal sehen, wie sich das Ganze damit verhält. Okay. Richte ich sie mal in diese Richtung aus oder doch lieber in Richtung auf die Kamera, auf die Hauptkamera. Ja, die Einstellungen sind ziemlich identisch zur Mavic Air 2, was ich so bisher gesehen habe. Und ich habe mich da in dem Menü natürlich auch sofort zurechtgefunden mit. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Okay, dann lasse ich sie mal langsam starten. Komme ich mal hier zu der Kamera rüber, dann kann man das ganz gut sehen. Okay. Die Aufnahme werde ich schon mal starten. Ich filme wieder in 4K mit 30 Frames. Das bietet sie ja. Okay, und Start. Und dann hebt sie ab. Das kleine technische Wunderwerk. Sie hat einen ziemlich hellen Ton. Einen höheren Ton, der Propeller, was ich so bisher sehen kann, erhören kann. Das klingt schon mal nicht unangenehm, würde ich mal sagen. Auch nicht so super laut. Fliegt mal ein bisschen auf die Osmo Action zu. So. Ein wenig zurück. Flugzeit sollen 31 Minuten sein. Heute ist es hier an der Küste ziemlich windstill. Also ich denke, dass man da schon ein paar ganz schöne Aufnahmen machen kann. Muss mich natürlich daran gewöhnen, erstmal, dass ist meine erste Mini, die ich fliege, dass sie keine Sensoren hat, in dem Sinne, also keine Hinderniserkennung. Okay, wir können uns mal ein wenig über das Meer trauen. Ich bin noch etwas vorsichtig. Das ist ein neues Fluggerät, da sollte man immer am Anfang etwas Vorsicht walten lassen. Nicht, dass sie mir jetzt gleich ins Wasser fällt, das wäre ein kurzer Spaß gewesen dann. Okay. Lässt sich richtig schön ruhig steuern. Werde jetzt auch mal umschalten auf den Cine-Modus, der ja der Tripod-Modus ist. Sie liegt relativ gut in der Luft, wobei ich sagen muss, dass mir das bei der Mavic Air 2 noch etwas besser gefallen hat sogar. Das Verhalten bei Windstille. Okay. So, jetzt habe ich gleich 30 Meter Höhe. Das soll dann erstmal genügen. Ne, das stimmt gar nicht. 5 Meter Höhe haben wir jetzt angezeigt. Und 34 Meter Entfernung. Schwenke ich mal. Das ist hier halt die Abendstimmung in Altenbruch. Okay, einmal kurz die Aufnahme gestoppt.
das ist immer aufregend, ein neues Fluggerät am Start zu haben und den Jungfernflug zu bestreiten. Mir ist es leider nicht gelungen, den Akku komplett vollzuladen. Sie hatte eine zu lange Ladedauer von annähernd 4,5 Stunden. Und so sind wir jetzt halt auf 80%. Okay, 77% wird mir jetzt angezeigt und das würde dann bedeuten, dass wir noch 21 Minuten verbleibende Flugzeit haben. Hier mal ein kurzes Stück über die Wiese. Ich möchte halt, wie gesagt, einige Testaufnahmen jetzt auch sammeln, die ich dann an den Anfang und an das Ende meines Unboxing-Videos stelle. Wenn ihr das jetzt gerade schaut, dann werdet ihr diese Aufnahmen sehen. Da hinten, da geht schon bald die Sonne unter. Okay. Das ist dann also jetzt ein Flug unter eher Lowlight-Bedingungen. Ich wollte ja schon ein bisschen früher hier sein. Es sollte ein sehr großes Schiff heute hier lang kommen. Das war angekündigt für 16 Uhr, aber das hat sich leider verspätet und das wird dann erst in der Nacht hier durchlaufen. Und da bringt das nichts mit der Drohne oder mit den anderen Kameras, da was zu filmen. Ja. So, dann werde ich mal versuchen, die Einstellung manuell vorzunehmen. Die Kameraeinstellung, also. Denn die macht mir doch ein wahnsinnig dunkles Bild hier gerade, die Automatik. Was mir gar nicht so zusagt. Okay. Das sieht doch schon viel heller jetzt aus. Viel schöner. Fliege ich mal hier ein bisschen auf mich zu. Okay. Gegen den hellen Himmel werde ich jetzt auch noch mal ganz kurz die Verschlusszeit etwas höher setzen. Okay. So kann man das eigentlich auch ohne ND-Filter relativ gut zurecht bekommen. Okay. Also da kann man eigentlich dann nur empfehlen, wirklich die Einstellungen manuell vorzunehmen und sich nicht auf die Automatik zu verlassen, wenn das Licht etwas weniger wird, da mir das Bild echt zu dunkel war gerade. Einmal kurz hier drüber geflogen und erstmal die Kamera wieder anmachen, das vergisst man leider sehr schnell. Aber ansonsten lässt sie sich wirklich schön ruhig fliegen. Ich verspreche mir von der Mini 2 ja auch vor allen Dingen, dass ich sie an Orten und zu Gelegenheiten nutzen kann, an denen ich mit den größeren Drohnen, der Mavic Air 2 oder auch der Mavic 2 Pro, nicht so viel Glück habe, nicht so gut dran bin damit. Also wie zum Beispiel jetzt in Großstädten oder unter anderen erschwerten Bedingungen. Kommt hier angerauscht. Lässt sich super leicht und super easy steuern, das Fluggerät. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Dann versuche ich jetzt nochmal über die Pocket 2 auf die Hero 9 zuzufliegen. Langsam. Mal schauen, wie die Aufnahme dann wird.
Tja, sie verhält sich nicht so, wie ich das erwartet hätte. Aber okay. Ein Stückchen zurück. Gut, ich muss halt noch wahnsinnig viel testen mit der neuen Mini 2, bis ich das alles entschlüsselt habe, was mit ihr machbar ist und was nicht. Ich werde jetzt mit den verbliebenen 55% des Akkus noch ein paar Aufnahmen von der Landschaft versuchen hinzubekommen. Ja, dann geht's mal los. Wie gesagt, wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch bitte auch einen kleinen Daumen nach oben da. Vielleicht auch einen kleinen Kommentar, da freue ich mich immer drüber. Ich habe den Tipp bekommen, dass ich das öfter mal erwähnen soll in meinen Videos. Nicht nur immer am Ende des Videos, sondern auch während der Laufzeit. Damit ich ein bisschen mehr positive Resonanz bekomme. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich jetzt auch tun. Ja, okay, ich lasse die Aufnahme einfach mal ein bisschen laufen noch. Zeigt mir 32% an, 8 Minuten Flugzeit. Einmal kurz auf die Pocket 2 zugeflogen. Da ist die gute Pocket 2. Ja, ich schätze, weite Strecken werde ich mit der Mini 2 zumindest zu Anfang noch nicht fliegen. Dann immer lieber schön auf Sicht fliegen. Einmal haarscharf an der Pocket vorbei. Hier über die Mavic 2 wieder, die ja heute leider am Boden bleiben musste. Und nochmal auf die Hero 9 zu. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum sie in den Landeflug geht. Sobald ich halt über dem Grund zu tief fliege,
dass sie dann denkt, jetzt muss ich landen oder so, keine Ahnung. Das kenne ich von meinen anderen Drohnen eigentlich nicht so, wäre aber eine mögliche Erklärung. Okay, dann noch mal kurz auf die Osmo Action zu fliegen, dass sie auch noch ein schönes Bild machen kann. So, dann haben wir da auch noch eine schöne Aufnahme von Osmo Action mit meinem Gorillapod. Näher drauf zu. Sie hat die unendliche Schärfe drin. Okay. Dann lasst uns noch mal hier ein wenig in Bodennähe herumfliegen. Noch mal die Hero 9 von der anderen Seite begutachten. Und dann wird der Akku sicherlich bald auch schon zu Ende sein. Okay. Ja. Jetzt meldet sich auch die Akkuwarnung. Ich lasse ihn mal trotzdem noch ein bisschen weiter laufen. Mal schauen, wo der beste Landeplatz dann ist. Fliegen wir hier noch mal ein kleines Stück. Ja, allzu viele geniale Landschaftsaufnahmen habe ich jetzt natürlich nicht machen können. Ist auch schon ein bisschen spät heute gewesen. Also dieses nervige Piepen von der Batterieanzeige, das ist wirklich übel bei DJI. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, um das wirklich dauerhaft auszuschalten, ist, indem man in der Elektronik Kabel abklemmt. Und sowas traue ich mir leider überhaupt nicht zu. Okay. Ja, einfach noch ein bisschen ruhig und gelassen durch die Gegend fliegen hier. Noch ein paar Aufnahmen machen. Ich werde die ISO jetzt mal auf 200 setzen. Genau. Und weiter zurück. Und dann fliegen wir noch mal wieder komplett zurück hier. Akku stand sehr niedrig. Jetzt geht die Pieperei natürlich extrem los. Also quälen wir sie mal nicht weiter. Lassen sie gleich mal landen. Vielleicht klappe ich das sogar hier. Okay. Da an ihrer Ausgangsposition werde ich sie jetzt mal versuchen runterkommen zu lassen. Okay. Ja, fast perfekte Landung. Ein Beinchen ist ein bisschen zur Seite aufgesetzt, aber ansonsten hat das schon richtig gut hingehauen. Ja, kann ich hier auch die Aufnahme stoppen. Okay. Die neue Mini 2, DJI Mini 2, hat sich also hier auf dem Jungfernflug wirklich ganz gut bewährt. Das freut mich. Ich werde dann auch in den nächsten Tagen natürlich noch sehr viel testen mit ihr, sehr viele Testflüge unternehmen und auch versuchen, meine Mavic Air 2 wieder zu aktivieren. Ich hoffe, das gelingt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ja, und ansonsten möchte ich mich bei euch herzlich bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und einen kleinen Kommentar. Und falls ihr noch kein Abo habt, dann drückt auf die Abonnieren-Taste
und natürlich die Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und dann bleibt mir nur euch zu wünschen, dass ihr alle gesund bleiben mögt. Unternehmt was Schönes, geht raus, macht was mit Freunden und Familie. Ist immer gut. Ja, und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis dann, euer Matthias. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß beim Schauen hattet. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt.